Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Es geht weiter mit dem letzten Level aus dem Eichenhain, Blooper-Beschuss. Wenn ich mich recht entsinne, ist das ein Unterwasser-Level? Nicht? Doch? Doch? Doch, ne? Ja, ein Unterwasser-Level, den ich tatsächlich ziemlich feiere. Weil er eben ein bisschen anspruchsvoller ist, eben durch die Blooper. Und... okay. Weil es hier so viele Strömungen gibt, die ein bisschen behindern hier. Und da muss man auch manchmal ein bisschen... vorsichtiger vorgehen. Hier bei den Bloopern, damit man nicht getroffen wird. Einfach mal ein bisschen ruhiger spielen. Ein bisschen warten gerne auch mal. Und vielleicht auch aus der Ferne mal wegsnipen, die Viecher. Ja, zack. Da ist er weg. Und ich frage mich gerade, wo die erste Starcoin ist. Da oben. Da oben müsste sie sein. Ach, okay. Ja gut, die war ja jetzt nicht die allerschwerste. Da habe ich jetzt nicht wirklich das Problem bei gesehen. Ich dachte schon, man muss irgendwie die Röhren benutzen, um sich da hoch... schießen zu lassen. Ah, Moment. Da sehe ich auch direkt, wie man die holen kann. Einfach hier drunter her. Und das war's dann. Wunderbar. Damit haben wir schon zwei. Und einfach nur wieder zur Vollständigkeit sammle ich die... anscheinend nicht die roten Münzen ein. Naja, was auch immer. Dann halt nicht. Ja, komm, boostet euch einmal hoch und kann hier dran vorbei. Schön. Ich glaube auch, die letzte Starcoin war ein bisschen assi. Und wir kriegen sogar Zeitprobleme, was? Okay, hier kann man rein. Ich hoffe, es ist die letzte Starcoin. Jawohl, so ist es. Kriegt man hier... nein, ich dachte, man kriegt hier einen Stern. Aber ich glaube, das kommt auch noch. In irgendeinem Bonuslevel gab es einen Stern. Da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Außer es wurde geändert. Dann logischerweise nicht. Aber jetzt geht's erstmal ab ins Ziel. Sogar mit One-Up. Oh yeah, Mario Time. Ja, nice. Ach ja, stimmt, das gehört gar nicht zum Wasser, zur Wasserwelt, ne? Ja. Stimmt. Das ist nämlich ein Shortcut zu einer noch weiter entfernten Welt. In die wir allerdings absolut noch nicht wollen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Und gehen in die zweite Welt, wollte ich sagen. Aber anscheinend reicht es nicht einfach, die freizuschalten, sondern man muss schon mal in der Welt drin gewesen sein. Bum bum. Die Viecher da, die wir auch noch machen werden, keine Sorge.
Und zum Schluss Morton. Und ich sehe hier gerade, es gibt ja noch nicht mal die Röhre. Komisch. Wie dem auch sei, weiter mit Tal der Gesichtsfelsen. Erstes Level der zweiten Welt. Gibt's hier oben was? Ja! Eine Eichel-Suit. Cool. Kriegt man die wohl auch, wenn man klein ist? Also wenn man nicht Super Mario ist? Hm. So, ich muss mal kurz hier was austesten. Also muss ich nicht, aber ich will. Ich will, ich will, ich will. Oh, das wäre fast ins Auge gegangen. Aber naja. Haben sie überstanden. Und hier kann man sich tatsächlich ein One-Up holen. Das ist die erste Starcoin. Das ist auch gut. Wunderbar. Gibt es da unten irgendwas Bestimmtes? Nee, ne? Und hier? One-Up? Also ich denke mal, das soll man mit einem Koopa holen. Aber... ja gut. Wenn man nicht gerade Eichel-Mario ist, dann kriegt man es, glaube ich, auch hin. Mehr gibt's hier nicht. Weil er sich dann eben nicht so festhaftet an die Wand. Und dann kann man öfter den Wandsprung machen. Ja, okay, man kann auch schon vorher machen. Nicht erst, wenn er runterrutscht. Aber ich meine das so, dass das Runterrutschen besser ist, wenn man dann halt mehr Bewegungsfreiheit hat. Als wenn er sich da einfach nur an die Wand dran heftet. Nein, nein, ey, komm schon. Naja. Die eine Münze ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber ich habe mich auch zu spät dazu entschieden, da alles einzusammeln. Ich wollte eigentlich nur die Starcoin holen und dann weggehen. Ach ja. Also mit Eichel Mario, wie gesagt, kriegt man hier schon ziemlich viel hin. Auch die schwersten Starcoins werden da ziemlich einfach. Da haben wir einfach mal dieses Event geskippt, wo die Dinger runtergehen, alles klar. Naja, das war der Level. Schönes Ding. Ja, in einem Bonusraum habe ich mich zu spät dann so entschieden, alle Münzen einzusammeln. Ich denke, man hätte sogar noch einen Applaus bekommen, wenn man es alles eingesammelt hätte, aber naja. Wie gesagt, die eine Münze wird es jetzt auch nicht machen. Oh nein, wie schrecklich. So ein Typ hat mein Zeugs gemobst. Und ist einfach damit abgehauen. Bitte, du musst mir helfen. Das war mein absolutes Super-Mega-Lieblingszeugs und vielleicht werde ich es nie mehr wiedersehen. Ich verstehe nicht, warum du hier noch rumstehst. Er ist in die Richtung Eichenhain geflohen. Weil du hier blöd rumlaberst, deswegen stehe ich hier noch. Ich finde es übrigens komisch, dass Mopsy den Mundschutz... nee. Das Bandana, ist eher ein Bandana. Das Bandana von Bowser Jr. um den Hals trägt, also hier um den Mund trägt. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Ja gut, das sieht zumindest so aus wie das Bandana von Bowser Jr. Ob das jetzt wirklich ist, so vom selben Design, meine ich jetzt, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste man sich mal anschauen.
Und wir kriegen unsere erste P-Eichel. Alles klar, Nintendo. Okay. Ich denke nicht, dass das unser letztes Treffen mit Mopsy gewesen ist. Also können wir uns schon mal auf andere Mopsy-Level freuen. Nein, da wollen wir nicht hin. Hier, Level 2, Party in der Pokéhöhle. Los geht's. Geht's hier rein? Nö. Ich glaube, ich bleib mal bei Eichel Mario. Ich meine, wir können ja auch die Koopas benutzen, um die wegzumachen, die Viecher. Ja, alles klar. Oh, und da habe ich schon die erste Starcoin gesehen. Oh. Ich dachte eigentlich, man wird hier eine Feuerblume bekommen. Okay, und die Starcoin ist ein bisschen weiter gewandert, als ich gedacht habe. Ach komm, ey. Durch hier jetzt. So. Ich frag mich, kriegen wir einen Yoshi? Schon, ne? Ich meine schon. Und ich weiß nicht, ob man auf den Viechern spinnen kann. Also ein... Okay, wir können es kurz ausprobieren. Und nur, es geht nicht. Das geht anscheinend nur in Super Mario Maker. Ey, komm schon. Am Moment, da oben ist die zweite Starcoin. Aber ich denke, wir aktivieren erstmal den Checkpoint, wenn wir es überhaupt mal irgendwann dürfen. Ah, okay, jetzt. So, zack. Gibt es hier eine Feuerblume? Nee, aber ein Yoshi. Cool. Okay, wunderbar. Dann können wir hier... Hallo. Mach halt. So, dann können wir hier die Viecher jetzt wie Bären wegfressen, wenn das Bar kommt und die sich zu Früchten verwandeln. Und dann können wir auch wieder eine neue Feuerblume kriegen. Cool. Weg mit euch. Weg mit euch. Und... Ach... Hier gibt es sogar einen Block. Okay. Ich dachte, wir müssen jetzt von Yoshi abspringen. Aber nein. So, zweite Starcoin ist da. Und auf geht's. Mhm. Ah, so eine... Okay, ich reg mich jetzt nicht auf. Ich meine, wir kriegen sowieso eine neue Feuerblume. Geht's hier? Oben ist nichts, ne? Ich will jetzt Yoshi da nicht stehen lassen. Nee, ich denke, da ist nichts. Nicht, dass er dann weg geht. Also despawnt. Da hätte ich nämlich nicht wirklich Bock drauf. Ja, vor allem wegen... Okay. Ah, hier ist er. Okay, nice. Ich dachte gerade, was? Wir können da nicht rein? Aber anscheinend ist das nur der Rückweg. Ah, okay, okay, okay. Wunderbar, wunderbar. Dann können wir jetzt auch schnell ins Ziel... Und ich habe schon wieder nur 100 Sekunden übrig. Rödel ich immer so extrem rum in den Leveln? Oh.
Ich habe das Zeitlimit nämlich gar nicht so knapp in Erinnerung. Aber naja, was soll's. Okay, und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir schaffen noch ein Level. Was dann Level 3 Loch der Loderschlangen wäre. So, da bin ich wieder. Ich habe keinen Plan, wo ich gerade stehen geblieben bin. Ich hoffe mal, ich habe nichts irgendwie versucht zu sagen oder zu erklären oder was auch immer. Weil wenn, dann tut's mir leid. Mir ist leider entfallen. Und ich werde es auch nicht nachholen können. So, es hat auf jeden Fall gerade bei mir geklopft. War meine Schwester. Ja, da muss ich kurz was helfen. Mehr nicht. Also, hoffentlich kein Thema, außer dass ich ein bisschen wieder aus dem Flow raus bin. So von, hallo, du Scheißvieh, du kannst die Dinger doch fressen. So aus dem Kommentierflow. Bisschen ärgerlich. Ey, das... So. Ein dreckiger Ab. Ernsthaft. Naja, was auch immer. Ist nicht wirklich weiter schlimm, wie gesagt, außer dass ich halt jetzt aus dem Kommentierflow raus bin, weil ich gerade so gut drin war, gut drin war, so ein bisschen was zu labern und hier gleichzeitig zu zocken und so weiter. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man da, ja was, hier gibt's nicht die zweite Starcoin? Naja, was auch immer. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man einmal drin ist und man rauskommt, wieder reinzufinden. Ja, aber das geht, oder was? Da kann er den natürlich fressen. Aber vorher, wo ich da... Nee. Nee. Mm-mm. Ich meine, das Dingen war unter mir, ne? Und vorher hat mich der Feuerball frontal getroffen. So, dass er auf den Baby-Yoshi geprallt ist. Und da ist er... da ist er weggerannt, oder was? Hä? Naja. Ich hoffe, es ist die zweite Starcoin. Ja. Ja, ja, ja. Gut. Wunderbar. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen blöd, wenn man einmal dann raus ist, wieder reinzukommen. So einen Kommentierflow halt. Aber was soll man machen? Jetzt nur mal schauen, wo die dritte Starcoin ist. Oh, ich hoffe, die ist hier oben. Ah, okay, gut. Ich dachte gerade schon, wir würden zum Ziel kommen. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Weil ich denke nicht, dass wir hätten zurückkommen können. Und das war ein richtig nicer Save. Puh. Alles klar. Ja, das hier dachte ich nämlich, dass wir hier einfach rauskommen und dann ins Ziel können. Und runter können wir auch nicht mehr. Das wäre echt ein bisschen schade gewesen. So, Entschuldigung, da wurde ich wieder unterbrochen. Geht so ein bisschen auf den Sack, um ehrlich zu sein. Also, vielleicht brauche ich mal irgendwie ein... müsste ich da mal abschließen. Damit die hier nicht einfach reinkommen können. Also, so langsam ist das auch irgendwie... keine Ahnung. Oder ich muss vorher Bescheid sagen, dass ich am Aufnehmen bin. Aber es ist echt nicht schön,
so oft unterbrochen zu werden. Na, da habe ich die letzten paar Male, als ich aufgenommen habe, anscheinend echt Glück gehabt. Wie dem auch sei, ich glaube, es war erstmal letzte Level. Jetzt. Ja, ich denke, es war letzte Level. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dann. Ciao.